sagen ein herzliches guten Morgen aus Wunsiedel. Es ist ganz schön frostig und unsere Freunde, die Bauern, sind schon unterwegs. So, wenn man ordentlich begrüßt, so ist richtig, da geht was. Auf dem Weg rüber nach Wunsiedel haben wir schon viele Konvois gesehen. Ja, und wir sind begeistert, was die alles auf die Beine bringen. Sehr schön. Auf die kann man sich verlassen, auf die Bauern. Sehr schön. Immer rein in die City. Ich höre der auch nicht davon. Bei Kissen. Ja, ein bisschen Schwund gibt's immer. Die habe ich heute schon mal gesehen. Sehr schön. Yeah. Alles friedlich. Die kommen schon durch. Wir zeigen der Welt, was hier abgeht in Wunsiedel. Der historische Moment wird hier voll festgehalten. Es nimmt kein Ende, ha? Das ist der Wahnsinn. Das ist ein schöner Spruch. Das ist der Beste. Also da geht mein Huppelbord besser, Maru, gell? Das wollte ich jetzt schon mal sagen. Ja, der Drache ist bestimmt schon ein wenig älter. Zeig mal der Welt, was hier abgeht in Wunsiedel zur Sternfahrt, 8. Januar. Yeah! Auch mit drauf. Also hier unten sieht man dann den Festplatz, wo sich die ganzen Fahrzeuge eingefunden haben. Wunsiedel von oben. Ich würde gerne noch ein wenig näher dran fliegen, aber als Drohnenpilot hat man da gewisse Regeln, an die man sich halten muss, und das machen wir auch. Das ist mir für die, wo es interessiert, nicht fliegen über Menschenmassen, Naturschutzgebieten, Industriegebiete meiden und. Aber wir haben ja noch ein wenig am Zoom. Und da kommen wir immer noch aus allen Richtungen, die Traktoren und so weiter. Einfach, ich wollte wissen, weil es ist, und der Staat,
Aber da möchte ich dann auch mal fragen, wie es da ausschaut bei den Klimakleber oder Freitagsschulschwänzer, wie sehe ich die da mit modernisieren? Das ist ganz logisch. Dann wird in Berlin immer schön geredet, was man sich vorstellt, wie das der Landwirt machen. Und unsere Lebensgrundlage den Bauern gefordert wird, mittlerweile in den 30 Jahren, dass ich in dem Beruf bin, mittlerweile zwischen 8 und 10 Programme aufgelegt wurden, um ihre Tiere zu vermarkten und die Preise nicht entsprechend honoriert werden. Wir sehen auch ein, dass die Haltungsformen alleine nicht von den Verbrauchern getragen werden können. Es sind andere Kosten entstanden, wie die Vorredner schon gesagt haben, Energie, Miete etc. Es ist nicht mehr bezahlbar und kann nicht Sinn und Zweck sein, ein Produkt zu produzieren, auf den Markt zu tun, das sich der Verbraucher nicht mehr leisten kann. Für die Älteren unter euch, möchte ich sagen, dass die besten Jahre die 80er und die 90er Jahren waren. Die Bauern haben Geld verdient und die Leute konnten sich das leisten, weil keine überzogenen Forderungen an die Leute herangetragen wurden. Das andere muss man einfach sagen, der Viehhandel ist das Bindeglied zwischen Landwirtschaft und Verbraucher. Wir sind die Garanten für regionale Lebensmittel, die in Deutschland und vor eurer Haustür verkauft und produziert werden. Ihr habt das Glück, dass ihr noch zu euren Bauern hingehen könnt, euch das anschauen könnt und nicht immer alles negativ sehen. Weil wenn die Produkte aus Südamerika oder aus China kommen, da kann keiner mehr hingehen. Da könnt ihr es kaufen oder ihr könnt es sein lassen. Es ist so, die Landwirtschaft braucht den Respekt der Verbraucher und hat den Respekt der Unternehmer. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo die Leute nicht mehr wollen. Und wir merken es jede Woche an den Betrieben, die uns verloren gehen, weil sie einfach aufs Gründen der Bürokratie und der Auflagen sie nicht imstande mehr sind, den Betrieb fortzuführen. Betriebe, die über hunderte von Jahren geführt wurden und jetzt einfach aufgegeben werden. Des Weiteren muss ich mal sagen, ich bin gleich fertig, einen schönen Gruß an die Politik. Diese Versammlungen sind nicht rechts und die Leute sind nicht rechts. Aber wir sind nicht mehr so dumm, dass wir uns alles erzählen lassen. Und das ist meine Empfehlung nach Berlin. Danke. Danke, Werner Rettner. Ja, das ist ganz wichtig. Ich sage mal, lieber regional als scheißegal. Also. Als nächster Redner kommt der Martin Krasser, der uns so gut mit den heimischen Produkten versorgt. Martin. Ja, hallo. Ich bin nicht der beste Redenhalter, weil ich Handwerker bin. So wie ihr arbeite ich mit meinen Händen. Das ist mein Kapital und so verdienen wir unser Geld. Es freut mich. Es freut mich, dass so viele von euch heute gekommen sind, um ihren Unmut kundzutun. Durch unsere eigene Schlachtung mit Transport und viel mehr komme ich fast täglich mit Landwirten zusammen und ich muss immer wieder sagen, das sind ganz tolle Familien, die sich um jedes Tier einzeln kümmern, die schauen, dass immer alles passt. Da ist nicht unbedingt der Bio-Siegel nötig, weil das ist einfach... Man macht es einfach, weil es so gehört. Und wir als handwerkliche Metzgereibetriebe sind das Zwischenglied zwischen Landwirtschaft und Endkunde.
darstellen und hier stehen wir felsenfest hinter euch. Nicht nur wegen den hohen Steuermehrbelastungen, die auf euch treffen, doch vielmehr wegen des ungleichen Systems, das in letzter Zeit Überhand genommen hat. Ihr und wir sind das Fundament unserer Gesellschaft und das fängt an zu bröckeln. Auf den Schultern der Landwirtschaft und dem Handwerk in allen möglichen Bereichen lastet immer mehr. Wenn die Pyramide sich langsam anfängt zu drehen, dann dauert es nicht mehr lange, bis es zum Zusammenbruch oder Einsturz kommt. Und viele Kollegen von mir sind davon schon betroffen. Und ich sage euch eins, ein Betrieb, eine Metzgerei, die einmal schließt, wird nie wieder öffnen. Und dabei geht sehr viel verloren. Es sind Rezepte, die verloren gehen und auch ein Stück Heimat. Der Staatsapparat und die Liste der Empfänger von Steuergeldern wird immer größer. Einerseits will man von uns, die wir immer weniger werden, mehr Steuern und andererseits werden Sozialleistungen für jene, die ins System nicht oder wenig eingezahlt haben, immer höher. Wir sind als Metzgerhandwerk gegen die Mehrbelastung und Steuererhöhungen von den Leistungsträgern dieses Landes, für den Erhalt unserer kleinen regionalen Wertschöpfungsketten und für den Erhalt unserer Familienbetriebe. Vielen Dank. Danke, lieber Martin. Man hat gar nicht gemerkt, dass du nur Handwerker bist. Du kannst auch gut reden. Aber die Maut soll die Schiene erhalten. Das passt in meinen Augen irgendwann nicht zusammen. Und dann, was halt wir für ein Problem haben, wir machen unsere Preise ja auf lange Sicht. Die Baustellen laufen lang. Aber man weiß einfach nicht, was schreibt man für Preise rein. Jede Woche fällt ihnen was Neues ein. Das wird teurer, das wird teurer. Da kommt nicht die Preise dazu. Und das sollte die Politik vielleicht einmal zu uns kommen und sich einmal die Hände dreckig machen und mal was arbeiten. Und vielleicht jeder, der da oben was zum Sagen hat, vorher mal eine Lehre abschließen. Vielleicht auch mal ein Handwerk. Und viel mal die Schuld. Wenn wir alles zusammenhalten und vielleicht mal Werbung machen, wenn Sie mit der Bilder drum noch einmal auf die Straße gehen, dann werden wir das ändern. Danke.